Liebe Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhofs, liebe Genossinnen und Genossen, es war für mich ein langes Ringen, bis ich nun hier oben auf der Bühne stehe und zu Ihnen rede. Was mir sowieso nicht leicht fällt und ich ziemlich aufgeregt bin. Ich bin nicht nur aufgeregt, weil es was Besonderes ist, vor so vielen Menschen zu sprechen, sondern weil ich weiß, dass ich dafür keine große Zustimmung seitens meiner Partei erhalten werde. Doch weiß ich, dass viele SPD-Mitglieder, die auch hier sind, hinter mir stehen, beziehungsweise ein Teil der Bewegung gegen S21 geworden sind. Danke für eure Anwesenheit und eure Unterstützung. Es liegt mir fern, eine Wahlkampfrede oder sowas zu halten. Doch wurde ich ermutigt, meine persönliche Sichtweise hier darzustellen. Der 30.09., der Schwarze Donnerstag, der in Stuttgarts Geschichte eingehen wird, war für mich das entscheidende Erlebnis, als ich mit meiner gesamten Familie bis in die Nacht hinein die für mich unbegreifliche und unbeschreibliche Gewalt an Mensch und Natur miterleben musste. Mein Sohn wurde von Wasserwerfern getroffen und hatte Pfefferspray in den Augen. Mein Vertrauen in die demokratischen Strukturen in unserem Land wurden extrem erschüttert. Es kann nicht sein, dass nachträglich der Versuch seitens der Landesregierung unternommen wurde, Opfer zu Täter und Täter zu Opfer umzudeuten und damit den Kopf Anweisungen Folge leisten muss. Auch Sie sind zum Teil Opfer dieser Aktion. Diese Bilder werden in meinem Gedächtnis bleiben. Nach diesem Ereignis hatte sich auf Druck der Basis der SPD in ihrer Landeskonferenz für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses eingesetzt. Die Entscheidung für S21 fiel in meiner Partei oft sehr knapp aus. Und auch unter anderen Voraussetzungen. Kritische Anmerkungen zum Projekt oder etwa vorhandene Alternativen standen nicht zur Debatte. Die SPD ist in dieser Frage gespalten, wie auch die Stuttgarter Bevölkerung. Auf Funktionärsebene wurde die Pro-21-Entscheidung gefällt und um die Meinung der Parteibasis zu erfahren, bin ich für eine Mitgliederbefragung. Mit über 100 Genossinnen und Genossen hatten wir im August einen offenen Brief an Sigmar Gabriel und Nils Schmidt geschrieben. Ich war sehr erfreut, als ich Nils Schmidt gegen Ende der Sommerferien für eine Volksabstimmung zu S21 und für einen sofortigen Baustopp aussprach. Viele hier halten dies vielleicht für ein Taktieren. Doch denke ich, es ist trotzdem die einzigste Möglichkeit, zu einer Befriedung in der Stadt und in der Region beizutragen. Dass die Partei sich weiterhin für S21 ausspricht, ist auch für uns zum Teil schwer nachvollziehbar.
nachdem so viele neue Fakten auf den Tisch kamen. Für mich ist es dennoch meine Partei. Und ich sehe die Felder, für die wir uns auch im Gemeinderat einsetzen, wie für kommunale Stadtwerke, für die Optionskommune und den Erhalt des Hotels Silbers als wesentliche Meilensteine auch für die Weiterentwicklung Stuttgarts. Die SPD ist für mich meine politische Heimat mit Tradition und demokratischer Geschichte. Andere Mehrheiten wären auch zur S21 möglich gewesen, hätten nicht viele Mitglieder uns den Rücken gekehrt. Mit euch zusammen würde die politische Haltung der SPD in Baden-Württemberg und Stuttgart eine andere sein. Schade. Vom Hotel Silber, der Gestapo-Zentrale aus, wurden unter anderem viele Sozialdemokratinnen inhaftiert, deportiert und zur Folterung oder Ermordung ausgesetzt. Hier ist der Bezug für mich zum Hotel Silber. Deshalb möchte ich euch hier aufrufen, auch für den Erhalt einzutreten. Besonders wichtig ist, dass ihr am Donnerstag, den 1. Dezember um 17 Uhr ins Rathaus in den kleinen Sitzungssaal kommt. Hier findet der erste und einzigste Erörterungstermin des Bebauungsplanverfahrens statt. Flugblätter wurden bereits hier verteilt. Ich war inzwischen bei vielen Montagsdemonstrationen, Großdemonstrationen und im Sonderzug nach Berlin dabei gewesen. Eure Kreativität, euer Durchhaltevermögen und der soziale Zusammenhalt hat die Bewegung gegen S21 wachsen lassen. Dieses Erleben kann uns niemand nehmen und macht unsere Stärke aus. Inzwischen hat sich einiges verändert. Es hat Entschlichtungsverhandlungen gegeben, sowie einen Baustopp in dieser Zeit. Morgen wird Geißler sich äußern und einen Vorschlag machen. Neben den bisherigen Andeutungen scheint es keinen Schlichtungsspruch gegen das konzipierte Projekt zu geben, sondern Nachbesserung. Trotzdem, unsere Protestbewegung hier hat Deutschland verändert. Willy Brandt wäre bestimmt auch ein Teil von uns gewesen mit dem Slogan "Mehr Demokratie wagen". Zusätzliche Bürgerentscheidungen zu bestimmten Themen und Projekten werden zukünftig die repräsentative Demokratie ergänzen. Schwachstellen und Fehlplanungen bei S21 wurden aufgedeckt und transparent gemacht und Veränderungen erreicht. Das haben wir erreicht. Der friedliche Protest muss weitergehen und darf sich nicht radikalisieren. Zur nächsten Großkundgebung am 11.12. müssen wir uns stark mobilisieren. Und das nächste Ziel ist die Landtagswahl. Nutzt die Chancen, weiterhin auch bei diesem Wetter noch oben bleiben.